So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Arge Ragnarok. Ihr wisst ja, in der letzten Zeit ist wirklich sehr, sehr viel hier auf dem Server passiert. Ursprünglich wollten mein Tribe und ich die Bosse besiegen und ein paar Tag-Sachen farmen, doch da muss ich unerwartet ins Krankenhaus und es haben sich tatsächlich einige Tribes zusammengeschlossen und haben natürlich dann, ja, meine Base komplett geraidet, während ich im Krankenhaus lag, ne? Also wirklich eine total feige Aktion, ich find's immer noch sehr enttäuschend. Und ihr wisst ja auch, dass ich dann aus diesem Grund gesagt habe, okay, hey Kami, ihr könnt euch besser beschützen, ich möchte gerne an euch die Dinos und auch das Metall übergeben. Und als ich das getan habe, haben sie mir dann heute Morgen geschrieben, hey Ascalta, du glaubst es nicht, ne? Kami wurde tatsächlich nun geraidet. Genau, denn diejenigen, die auch mich geraidet haben, haben es jetzt auf Kami abgesehen. Und ich verstehe es nicht, ne? Denn ursprünglich, ich meine, das ist ein super lieber Tribe. Die haben nichts getan. Das ist eigentlich der diplomatischste Tribe hier auf dem Server. Und wir hatten immer sehr gute Beziehungen. Ihr wisst ja auch, dass wir schon damals eine Allianz hatten. Jetzt bin ich tatsächlich auch im Tribe von Kami. Die haben mich tatsächlich heute eingeladen. Ne, ziemlich nett. Und ich dachte mir, das geht einfach gar nicht, ne? Nur weil ich jetzt in den Tribe spiele, wenn die was gegen mich haben, dann sollen die das mit mir klären. Und ich meine, das ist ja auch wirklich eine ziemlich feige Aktion. Ne, die haben ja auch mir eiskalt ins Gesicht gesagt, hey Ascalta, wir wollen einfach dein Let's Play kaputt machen. Und ich finde, das geht einfach gar nicht. Ne, ihr wisst ja, ich Let's Play einerseits, weil es mir Spaß macht, aber natürlich auch für euch. Und dass dann irgendwelche Halunken sagen, hey Ascalta, wir wollen dein Let's Play kaputt machen, indem wir dich raiden, ne? Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, das können sie nicht schaffen. Denn ihr wisst ja, selbst wenn ich geraidet werde, Leute, ich werde immer weitermachen. Das gehört eben dazu, ne? Uns kann niemand aufhalten. Die Ascalta Army ist unzerstörbar. Und aus diesem Grund, Leute, habe ich mir auch heute vorgenommen, ich habe mir jetzt ein paar Sachen ausgeliehen aus der Base, weil ich ja, ich bin halt erst seit heute dabei und habe mich jetzt ein bisschen bewaffnet mit den Sachen, die sich hier in den Schränken hatten und so weiter und so fort. Ja, und dachte mir, wir werden einen kleinen Rachefeldzug starten. Denn ich meine, es geht ja nicht, dass jetzt einfach Kami angreifen, während die auch alle offline waren. Das war mitten in der Nacht. Ich habe das nur heute Morgen von Brutus, einem Tribe-Member, gehört. Ich dachte mir, das geht gar nicht. Wir werden auf jeden Fall zurückschlagen. Und ja, jetzt muss ich nur noch eine Hose craften. Ja, das sollte auch kein Problem sein. Und dann können wir uns eigentlich mal auf den Weg machen und die mal ein bisschen raiden, weil ich meine, das geht nicht, ne? Die haben uns einfach komplett geraidet damals und da muss man sich auf jeden Fall rächen, Leute. Ihr wisst, Rache ist süß. Wir haben auch jetzt schon eigentlich alles beisammen. Wie gesagt, ich bin ja immer noch krank, man hört es, glaube ich, und aus diesem Grund darf ich auch nirgendwo hin. Also ich muss quasi zu Hause bleiben, von daher bin ich quasi eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Genau, und ich weiß auch gerade nicht, ob sie online sind. Das werden wir dann auch gleich sehen. Ist mir aber auch im Grunde egal, ich finde es halt immer spannender, wenn die online sind, das ist dann viel mehr Action, da kann man sich nochmal ein bisschen einen Kampf liefern. Und ich hätte jetzt auch gesagt, hey, kommt einfach dann und dann online und wir bekriegen uns, aber ich meine, wenn die so feige sind und mich angreifen, während ich im Krankenhaus liege, ne, und das dann auch noch wissen, nee Leute, da muss ich dann auch kein Erbarmen mehr haben, dann kann ich da selber genauso zurückschlagen, Leute. Aber gut, ich werde jetzt auch hier mal mit dem Drachen jetzt hier von dem lieben Brutus, den hat er nämlich imprintet, den darf ich auf keinen Fall sterben lassen, Leute, also keine Angst, der wird überleben. Mit dem werden wir jetzt dahin fliegen, zur Base, und ich weiß ungefähr grob, wo die sein wird, ja, und zwar in den Highlands, habe ich gehört. So, ihr seht schon, hier haben wir die Karte, also ganz oben rechts, da ungefähr müsste sie sein, bei Lat 11 und Lon 77 ungefähr, ne? Da habe ich gehört, soll sie sein. Wir werden uns jetzt einfach mal dahin bewegen. Schauen, ob sie da auch wirklich ist, Leute, ne? Weil, man weiß ja nicht, vielleicht haben sie sich schon längst irgendwo eine Zweitbase aufgebaut. Genau, die Rache der Kami. Wir schlagen zurück. Das Imperium schlägt zurück. Genau, Leute, hier in der Nähe der Drachenschlucht sollten sie auch tatsächlich sein. Ich weiß, einige von euch werden jetzt denken, Ascalta, was machst du da? Du kannst doch nicht einfach in die Drachenschlucht hinein mit Brutus Drachen. Aber doch, Leute, es ist relativ ungefährlich, wenn man einen Drachen dabei hat, wie ihr hier sehen könnt. Ich kann ja einfach durchfliegen. Und hier irgendwo in der Nähe, am Ende der Schlucht, meinten die, soll die Base sein. So, ich weiß auch nicht genau, wo sie jetzt sein wird. Angeblich in der Nähe der Schlucht an einem Bach. Also wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen umgucken hier. Ich meine, die könnte ja hier irgendwo, ja, überall sein, theoretisch. Nehmen wir uns auf, dass es mich jetzt kein Drache verfolgt. Nee, ist alles gut. Nochmal gleich kurz landen wegen Stamina. Und dann, Leute, ist es nur noch ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für den Frieden auf dem Server. So, ihr könnt auch schon sehen, da hinten hat sich ein Tor geöffnet. Ich glaube, da könnten tatsächlich unsere Freunde sein. Genau, hier ist der Bach. Und dort haben wir ein Tor. Ich vermute mal ganz klar, das ist Spitfire, sieht schon hier sehr, sehr viele Pflanzen. Spitfire, die lieben Pflanzen, haben sie auch schon damals in ihrer alten Base gehabt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es deren Base hier ist, wobei man hier nicht viel sieht. Man sieht eigentlich nur Pflanzen. Weiß auch nicht, ob die selber schon geraidet worden sind. Guck mal, hier oben haben sie auch wieder Pflanzen, Leute. Das könnten die tatsächlich sein. Und ihr seht schon sehr, sehr viele Pflanzen. Und dort haben wir auch schon Tore.
Okay, Leute, jetzt hat es ein bisschen geleckt, wie ihr gesehen habt. Deswegen konnte ich nicht so gut reagieren. Genau, jetzt muss ich erstmal ein bisschen aus dem Schussfeuer geraten. Das ist nämlich das Problem, dass bei mir momentan mein PC ist halt leider nicht so leistungsstark. Deswegen leckt es ab und zu ein bisschen. Genau, nochmal kurz fliehen. Genau, jetzt muss ich wieder in Sicherheit sein. Deswegen habe ich die gar nicht kommen sehen. Aber gut, Leute, ihr seht schon, jetzt sind wir ja relativ fein raus. Aber wir müssen irgendwie einen Weg an den Pflanzen vorbeifinden. Ich finde, die Pflanzen sind immer am nervigsten, weil die einfach, genau, die einen total behindern. Man kann da nicht einfach mit einem Rocket Launcher durchrushen, wenn es eben diese Pflanzen hier gibt. Aber gut, Leute, ich meine, für alles, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja, ihr seht schon, da ist deren Base relativ stark. Und ich bin auch gerade am überlegen, ob es überhaupt deren Base ist. Genau, nicht, dass es jetzt irgendwie eine andere Base ist. Wir können da nochmal gucken. Team National Survival. Okay, Leute, das ist nicht deren Base. Team National Survival, das sind Freunde, das wissen wir. Genau, die sind total friedlich. Aber okay, die meinten am Bach. Wenn das hier Team National Survival ist, wo ist dann, genau, wo ist dann Spitfire, Leute? Eine sehr gute Frage. Wir werden auf jeden Fall weiter Ausschau halten. So, Leute, aber ich meine, die Hoffnung ist doch nicht aufgegeben. Hier irgendwo im Bach sollten sie angeblich sein. Ihr habt schon gesehen, dass vorhin, das waren einfach Team National Survival. Das sind Freunde, die werden wir auf keinen Fall angreifen. Wir wollen uns nur an dem Tribe rächen, die uns eben geradet haben und die vor allem auch Kami geradet haben. Und ich denke mal, meine Aufgabe als Neuling hier im Tribe ist auf jeden Fall etwas Gutes zu tun für den Tribe und das wäre auf jeden Fall die Feinde zu eliminieren. Und ihr seht auch schon, hier ist auch eine Base, wobei ich glaube, das ist, naja, richtig Base kann man das hier nicht nennen. Das sind wahrscheinlich ein paar Relikte von was Vergangenem. Ich weiß nicht, wo können die denn sein? Wenn wir ein bisschen weiter gucken. Hier ist, genau, hier in der Nähe ist glaube ich auch nichts mehr. Die meinten auch irgendwas mit einem Bach. Ihr seht schon, der Bach ist dann hier zu Ende. Ich glaube, eine Unterwasserbase haben die noch nicht. Dafür bräuchte man nämlich Tech-Sachen. Und ich glaube, so weit sind sie dann doch noch nicht. Okay, kann aber natürlich auch sein, dass sie mich ein bisschen getäuscht haben. Denn das ist meine Informationsquelle, die meinte, hey, die sind in der Nähe von einem Bach. Das war übrigens jemand aus dem Tribe von Kami, mich einfach nur so ein bisschen trollen wollte. Wobei ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher bin. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns einfach noch ein bisschen um. Ich meine, irgendwo muss ja was sein. Und guck mal, das ist sogar eine... Aha. Das ist sogar eine Höhle, habt ihr gerade gesehen, als es noch ein bisschen geleckt hat. Ne? Ich meine, wir können ja mal gucken, nicht, dass es jetzt hier nachher auch zu Team National Survival gehört. Bingo, Leute. Spitfire. Das ist der Tribe, der uns zerstört hat. Ich denke, da sollten wir uns auch auf jeden Fall dran halten. Also gut, Leute. Rauf sie mit Gebrüll. Oh, 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 oh. Genau. Gut, gut. Ich hoffe, wir konnten die Pflanzen zerstören. Ne, ihr seht schon, haben wir relativ viel Schaden gemacht. Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob wir das Tor auch zerstören können. Ich glaube, das Tor kann man nämlich nicht zerstören mit einem Drachen. Nee. Das geht leider nicht. Aber ist auch kein Problem, Leute. Ihr habt schon gesehen, wir haben jetzt tatsächlich die Pflanzen zerstört. Wir müssen jetzt nur noch dieses Tor aufsprengen. Ich meine, es ist ja auch nicht so schwer. Nee, dafür haben wir ja unser Geschenk. So. Also, Spitfire. Ein kleines Willkommensgeschenk für... Nee, wir können erstmal gucken, wie viel Leben die Tür noch hat. Sonst können wir die auch so abbauen. Nee, die hat noch sehr viele Leben. Okay, dann müssen wir wohl mit einem Raketenwerfer rausschießen. Also, Spitfire... Ne? Vielen Dank, dass ihr mich in eure Base hineinlässt. Ja, Leute. Das ging doch relativ einfach. Diese Base stand mal, ne? Jetzt steht sie nicht mehr. Okay, Leute. Das ging relativ einfach. Ne, jetzt sind wir schon mal drin. Ich meine, ist ja auch klar, wenn man einfach ein Steintor hat. Es ist eben relativ leicht zu zerstören. Ich hoffe aber jetzt, dass es auch wirklich der aktuelle Base ist. Jetzt nicht irgendwie so eine alte Base, beziehungsweise mal irgendwie so ein... Genau, kann auch sein, dass sie darin mal irgendwelche Dinosaurier gefangen haben. Wir müssen nur jetzt aufpassen, Leute, weil ich meine, ich habe schon gesehen, da hinten waren Pflanzen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier aussieht. Aber das scheint, Leute, das scheint... Oh, guck mal, Leute. Nicht? Es scheint es tatsächlich Dinosaurier zu geben, also an... Aber wirklich für eine gute Base sieht das auch nicht aus, Leute. Also ich... Sieht eher aus wie so eine Zweitbase. Kein Metall, ein paar Pflanzen, keine Turrets. Das sieht irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, Leute, irgendwas ist ja faul. Oder geht es vielleicht noch weiter? Keine Ahnung, Leute. Wir werden erstmal mit dem Drachen jetzt die Pflanzen kaputt hauen. Ja, dafür brauchen wir, glaube ich, den Raketenwerfer nicht. Genau, ihr seht schon, Leute. Das sieht doch merkwürdig aus. Wir gucken auch erstmal, ob da ein Gefangener ist. Das ist Spitfire. Ist alles Spitfire. Genau, in diesem Käfig da, Leute. Ist da ein Gefangener drin? Nee. Alles gut, dann können wir theoretisch auch mit dem Raketenwerfer raufschießen. Genau, wenn schon, denn schon, Leute. Wir schießen jetzt einfach mit Raketenwerfer drauf. Ich hoffe, wir werden dabei nicht drauf. Genau, die Pflanzen beginnen auch schon. Ah, gut. So. Zack. Ja.
Genau, und ein paar sind auch aggressiv, Leute. Beziehungsweise das ist ein paar. Viele Dinosaurier sind hier anscheinend auch aggressiv. Wir sollten aufpassen. Ja. Genau, wir sollten hier am besten so schnell wie möglich raus. Ne, ihr seht schon auf, wenn wir hier stärker sind als die meisten anderen Dinosaurier. Genau. Unser Drache nimmt doch sehr viel Schaden. Oha, Leute. Oha. Können wir das schaffen? Der Griffin ist noch nicht tot. Der Griffin ist relativ stark anscheinend. So. Aber auch den Griffin sollten wir theoretisch besiegen können. Gut. Ein Glück, dass nicht so viele Dinosaurier waren. Auch der Griffin müsste jetzt hinüber sein. Na, es dauert noch ein bisschen. Ja, ihr seht schon, der macht uns ordentlich Damage hier. Aber kein Problem. 263, ein sehr starker, nicht benutzten Standard. Ja, der kann jetzt auch nicht mehr benutzt werden. Genau, da sieht noch ein paar aggressive Saurier. Ein Equus, das uns angreifen möchte. Aber gut, ihr seht schon, Leute, keine Pflanzen mehr. Aber ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass das deren Base war. Genau, Equus. Du kannst jetzt auch nochmal sterben. Ja, so ein Equus ist natürlich auch nicht so stark. Aber die Masse macht es eben, Leute, ne? Also, ja, wir sollten das nicht unterschätzen. Guck mal, jetzt machen wir gerade gar keinen Schaden, weil wir eben jetzt hier in der Wand gebackt haben. So. Aber gut, Leute. Auch das Equus ist nun weg. Oh nein, jetzt kommen die ganzen kleinen Dinosaurier an. Was möchtest du denn, mein Freund? So. Also seht schon, der Lystro ist jetzt mittlerweile auch kaputt. Und ich weiß jetzt echt nicht, Leute, wie es aussieht, ne? Genau, aber ich meine, hier theoretisch in der Höhle ist nicht mehr viel drin. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt deren einzige Base ist. Aber die werden wahrscheinlich noch mehr Bases haben. Ihr seht schon, hier ist sehr viel Metall. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Spot zum Farmen auch. Genau, kommt man hier wieder raus, ja. Das ist ja merkwürdig, Leute. Ich meine, genau, ein paar waren auch aggressiv, der Rest nicht. Die, genau, Megalosaurier schlafen noch. Wir können mal gucken, ob sie hier noch irgendwas haben. Genau, hier, Leute. Hier seht ihr den. Den kennen wir doch noch. War doch nur ein Witz. Hat auch nichts im Inventar. Sind aber auch tot. Oh, genau, Leute. Das nehmen wir doch mal gerne mit hier. Wunderbar. So eine Ersatzrüstung kann man eigentlich immer gebrauchen. Das kann man auch gebrauchen. Wunderbar, Leute. Ja, alles mal mitnehmen hier. Zement passt nämlich auch immer gerne mit. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Aber gut, Leute. Na, ihr seht auch schon, viele hatten die hier nicht. Einige Member von Spitfire waren auch nicht zu stark. Oh, Fabricate. Okay, wir haben ja einige Sachen, die können wir... Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, Leute. Wir werden jetzt erstmal hier die Sachen, die es sich... Genau, die lohnenswert sind, wenn wir hier mitnehmen. Wobei, ich werde erstmal vorher gucken, ob wir die Megalosaurier nicht töten sollten. 113. Ich glaube, das sollten wir dann einfach, weil... Nee, lass erstmal... Genau, schlafende Hunde sollte man nicht wecken, Leute. Wir widmen uns erstmal dem Rest. Und nachher werden wir dann, wenn unser Drache sich erstmal ein bisschen erholt hat, werden wir die dann wahrscheinlich auch noch töten. Genau. So, erstmal alles einladen, was wir brauchen. Ich meine, alles brauche ich dann auch nicht. Ich glaube, das, was wir dann nicht brauchen, können wir dann auch wegschmeißen. Ich meine jetzt, okay, ein Crossbow. Schön und gut, ich habe einen. Dann können wir zur Not wegwerfen hier alles. Oh, Leute, und ich sehe auch gerade, diesen wilden Allosaurier irgendwie reingekommen. Ich glaube, wir sollten hier schnell weg, ne? Ja, wir sollten hier schnell mal weg hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt kommen auch noch wilde Saurier hier rein. Die erledigen den Rest. Wir brauchen selber gar nicht, Raiden. Wir haben ja unsere Freunde, unsere Allosaurier-Gang. Die regelt das von selbst. Okay, Leute, dann, genau, werde ich nochmal gucken, was wir hier abwerfen können. Wir haben nämlich hier sehr, sehr viele Sachen. Genau, was wir alles nicht brauchen. Genau, ich werde einfach in der Zeit, wir können einfach mal ein bisschen fliegen, ne? Genau, wir fliegen. Hier kriegen wir dann keinen Schaden. Wir fliegen mal raus. Wir kommen später nochmal vorbei, wenn die Allosaurier hier fertig sind mit ihrer Meute. Ja, gucken dann, was da noch zu holen ist. Aber gut, Leute, derzeit müssen wir nochmal schauen. Was ist denn da rumgerannt? Genau, auch wieder ein Allosaurus. Na gut, Leute, wir schauen erstmal, ihr seht schon, ne, die erledigen den Rest. Das nennt man, glaube ich, Karma. Genau, alles, was wir jetzt nicht brauchen, werden wir jetzt einfach mal wegschmeißen. Ne, und dann werden wir nochmal ausschauen. Ich werde jetzt die ganze Map abfliegen, vielleicht finden wir da noch was. Genau, Leute, in der Zwischenzeit werde ich auch erstmal hier meinen Drachen erstmal ein bisschen heilen. Das geht relativ einfach, indem man ihm einfach Fleisch gibt. Ihr seht schon, Leute, jetzt haben wir schon wieder 8600 Leben. Bald werden wir 9000 haben. Also am besten, wenn man irgendwie, ja, ziemlich viel Schaden genommen hat, einfach erstmal futtern, Leute. Ganz, ganz wichtig. So, ich werde aber jetzt auch mal schauen, ob die Allosaurier noch da sind, weil theoretisch müssten sie noch da sein. Ich habe sie jedenfalls nicht rauslaufen sehen. Wir werden sie wahrscheinlich rauslocken. Das wird wahrscheinlich effektiver sein, als wenn wir sie jetzt töten. Je nachdem, welches Level die sind, aber die schienen ja relativ stark zu sein. Wir könnten auch die Megalosaurier wecken. Genau, wecken einfach die Megalosaurier, Leute. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau, ihr seht schon, die sind erwacht. Wunderbar, dann können wir jetzt auch hochfliegen. Und ihr seht schon, Leute, die kämpfen. Wunderbar, dann müssen wir das nicht erledigen. Die bekriegen sich jetzt. Mal gucken, wer davon stirbt.
Und dann schauen wir nochmal in der Zwischenzeit, was wir denn hier so Schönes haben. Genau, das wird wahrscheinlich nur Holz drin sein. Genau, den hier oben, den können wir auch schon mal töten hier. Genau, den Griffin, Leute. So, war auch nicht so stark. Hatte auch, glaube ich, nicht so die... Oh, da werden, guck mal, da werden wir angegriffen, Leute. Von einem... Genau, die haben... Ne, die Meganosaurier, die stehen ja sogar noch. Oh, die schienen ja nicht so schwach gewesen zu sein, Leute. Die werden aber auch längst wieder einschlafen, wenn wir einfach eine Weile weg sind. Genau, können sie sich nochmal gegenseitig bekriegen hier. Genau, die Meganosaurier haben es geschafft. So, dann lassen wir die auch weiter schlafen. Ne, ich werde erstmal wieder rausfliegen, dann wieder rein. Dann gucken wir nochmal, was es hier noch zu erbeuten gibt. Genau, mal schauen, Leute, ob sie jetzt wieder schlafen. Theoretisch müssen sie ja jetzt schlafen. Genau, wir gucken erstmal hier, was hier noch so schönes... Ne, die schlafen nicht, Leute. Okay, wir müssen, glaube ich, wirklich mit unserem Drachen jetzt voranschreiten. Genau, erstmal hier schön einfrieren. Und dann den Rest geben. Und die sind relativ stark, wie ihr hier sehen könnt, Leute. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war, die hier anzugreifen. Ne, jetzt war auch unser Drache etwas geschwächt ist, aber ich denke, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Genau, sind ja auch nur noch zwei. Ne, der eine ist wahrscheinlich vorhin durch die Allosaurier gestorben. Okay, Leute, wir nehmen relativ viel Schaden. Meganosaurier sollte man nicht unterschätzen. Aber theoretisch sollten wir das schaffen, Leute. Ich bin gespannt, wer wird gewinnen. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Und ihr seht schon, da ist jemand online. Ich weiß nicht, wer das ist. Wir werden gleich mal mit dem reden. Hallo. Na, alles klar? Hi. Wie heißt... Ja, was machst du so? Ja, ich schreibe, was ich mache. Wir können mal schauen, wer das ist. Du bist Eiskalter, oder? Das ist Overlord. Hallo, Overlord. Ja, du kennst mich. Ich bin Ertugrul. Haben schon mal gesprochen. Warte mal, dein Dings greift mich an. Genau. Was geht ab? Ah, jetzt reitet er ihn, okay. Ja, ihr habt Kami geradet, habe ich gehört. Wir haben Kami geradet, wann das denn? Gestern Abend. Davon weiß ich nichts. Oh, normalerweise würde ich davon wissen. Oh Leute, ja genau, der Overlord ist auch gerade an Kälte gestorben, das ist etwas schade, aber er meint, er kommt gleich wieder. So, wir werden jetzt erstmal hier, genau, den Megalosaurus töten und er meinte auch gerade, er wüsste gar nichts. Und mir wurde gesagt, dass die alles geplant haben. Also sie haben einer friedlich gemacht, zu denen haben sie dann angegriffen. Ich werde jetzt auch gleich nochmal im Kami Triblog nachgucken. Da steht das ja auch alles drin, Leute. Ne? Also das finde ich auch immer relativ lachhaft, dann erstmal hier den großen Frieden anzupreisen und später in Eiskalt zu raiden. Das geht natürlich nicht. So, jetzt werden wir nochmal schauen, was wir hier so bekommen. Ja, was man hier noch so rausziehen kann. Genau, Pelz ist eigentlich immer ganz gut. Pelz nehme ich immer gerne mit. Ja, das können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Genau, Leben natürlich. So, Pelz nehmen wir mit. Ansonsten, was haben wir noch hier so? Na okay, Chitin kann man auch immer gebrauchen. Nehme ich immer gerne mit. Halt natürlich auch. Wiegt nämlich nicht viel. So, Öl auch gerne. Genau, wir schauen einfach mal, Leute, was wir jetzt hier so Schönes finden. So, Primate brauchen wir nicht. Ne, Megalosaurus-Sattel nehme ich gerne mit. So, wir schauen einfach mal, was wir hier noch so bekommen, Leute. Ja, ihr seht schon, das war auch nur eine Base von mehreren, weil die haben sich hier so ein bisschen aufgesplittet, ne? Es ist ja auch Spitfire hier. Okay, Metall, ne, das brauche ich jetzt nicht. Genau, Pelz nehme ich gerne mit, weil Metall, das wiegt einfach zu viel. So, also schon das zu den ganzen Boxen hier. Können wir dann einfach alles mal hier wieder reintun. Genau, und schauen wir auch mal, wo sie noch andere Bases haben. Das wird mich nämlich mal stark interessieren. Ne, was sie jetzt noch so alles hier haben. Aber gut, Leute. So, ich glaube, genau, hier war nichts, das waren einfach nur Felder drin. Hier, genau, große Beete, hier ist nichts drin. Ne, mal gucken, wie es hier aussieht. Genau, hier werden wir wahrscheinlich schon eher was finden, zum Beispiel im Fabricator. So. Oh, la la, Leute. Das sieht sehr gut aus, das nehme ich gerne mit. Ich habe nämlich immer sehr viel Hunger. Das sieht sehr, sehr lecker aus, alles. So, was haben wir hier drin? Ja, da haben wir einige Sachen mit, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann nehme ich alles gerne an mich. Haare, na, braucht man eigentlich nicht. Kann man so eine Sprühpistole, finde ich immer super. Trophäe kann man auch gerne mitnehmen. Also schon, die haben schon einige Sachen, die man auf jeden Fall hier erbeuten kann. Aber gut, Leute, genau, auch mit dem Eisen, das werde ich einfach hier lassen. Den Rest nehmen wir mit. Genau, ihr seht schon, ich bin jetzt schon richtig schwer geworden. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was ich abwerfe. Genau, werde ich jetzt einfach nochmal den Rest hier durchsuchen und dann bis gleich. Beziehungsweise ist ja nur eine Base von vielen. Weißt du, wisst ihr zufällig, wo die anderen sind? Nein, wir haben bis jetzt nur die Base gefunden. Also, gesehen, beziehungsweise, also, wir wissen nur von der Base hier. Oh, ach so. Woher wusstet ihr eigentlich, dass ich hier bin?
Wir wollten eigentlich zu der Base hier, wir haben eigentlich mit Sherry gestern geredet und so. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass wir jetzt den Loot bekommen von der Base, nachdem wir jetzt weg sind. Deswegen sind wir hergekommen. Du wusstest eigentlich nicht, dass du hier bist. Ach so, ja, viel war hier nicht, ne? Also. Bisschen Pelz. Ja. So, Leute, ihr habt gehört, die von Team National Survival wollten tatsächlich ein bisschen Loot haben. Hat leider nicht so gut geklappt, weil ich natürlich ein bisschen zuvor gekommen sind. Und die meinten auch so, ja, Skal, es tut uns leid mit dem Raid, ne? Wir wussten nicht, dass sie so böse sind. Gut, die gehen dann wieder, ne? Aber gut, ja, die gehen dann wieder. Ciao, ciao. Genau, die wissen auch leider nicht, wo die anderen Bases sind. Wir müssen also quasi selber suchen. Aber gut, Leute, ich habe jetzt erstmal, genau, alles, was man jetzt hier so mitbekommen, genau, alles, was man so mitkriegen kann, habe ich jetzt quasi mitgenommen. Also es war jetzt auch nicht viel, wie ihr hier sehen könnt. Es war jetzt nicht so ein großer Loot. Ich meine, davon kann man ein bisschen was gebrauchen, ein bisschen Cementing Paste, bisschen, genau, ein bisschen Pelz, aber im Grunde, richtig gelohnt hat sich das bisher noch nicht, ne? Richtig lohnt tut sich das auch erst, wenn wir hier alles dem Erdboden gleich gemacht haben. So Leute, ich habe auch gerade noch mit ein paar anderen Leuten geredet, die hier online waren und keiner hat wirklich eine Ahnung, ob es noch einige von den Tribe-Membern von Spitfire gibt. Ich habe jetzt auch gerade noch mich nochmal ein bisschen umgeguckt, aber es scheint wirklich keine Strukturen mehr in der Nähe zu geben. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich die Hauptbase von Spitfire zerstört. Die war jetzt nicht wirklich groß, da waren jetzt auch nicht wirklich starke Dinosaurier vorhanden. Aber ich denke, wir konnten dennoch, guck mal, wem gehört das jetzt? Ich denke mal Team National Survival. Ich denke, wir konnten uns jetzt dennoch ein wenig rächen, konnten... Genau, erstmal zeigen, dass man sich mit Kami nicht anlegen sollte. Sieht schon, genau, das gehört hier, Team National Survival. Und wir haben noch eine kleine Beute hier bekommen. Ne? Also sieht schon, es ist zwar nicht viel, aber es hat sich dennoch gelohnt. Ne? Wir konnten einerseits unsere Feinde zerstören und auf der anderen Seite haben wir jetzt noch ein paar Materialien, die wir jetzt Kami schenken können. Aber gut, Leute, das war es jetzt auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. War mal eine etwas andere Folge. Na okay, eigentlich ist jede Folge... Genau, jede Folge ist ja natürlich anders. Genau, aber in dieser Folge haben wir mal wieder jemanden geradet. Und ja, ne, ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Norm. Ich weiß nicht, welche Tribes da jetzt noch mitgespielt haben. Ich habe halt gerade im Tribe-Log geguckt und da stand halt wirklich nur Spitfire. Das waren halt wirklich die, die gestern Kami geradet haben. Da war wirklich alles voll, die haben ja wirklich über 20 Dinosaurier getötet. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich muss dann nochmal mit denen reden. Weil nur mit den Griffins... Gute Frage, wahrscheinlich waren die Dinosaurier einfach auf Passiv und die haben sie so gekillt. Weil ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, die hatten nicht viel... Da muss noch mal gucken, ob da vielleicht auch andere Leute mit im Spiel waren. Team National Survival wahrscheinlich nicht. Ne, das sind ja friedliche Spieler. Und beim Rest müssen wir mal schauen. Aber gut, Leute, das war's dann mit der Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, ja, Leute, hoffe ich dann auf eine friedliche Zeit bei Kami. Mach's gut und dann bis zum nächsten Mal.